Auf dem Hof des ehemaligen Sitzes der Güstrower Stadtwerke an der Glasewitzer Chaussee hat sich der Verein Gemeinsam Leben für Kultur- und Völkerverständigung angesiedelt. Die noch junge Gemeinschaft hatte sich im vergangenen Jahr gegründet, die Gemeinnützigkeit beantragt und zuerkannt bekommen und zählt derzeit 15 Mitglieder. Und die haben schon mindestens ebenso viele Ideen und Vorhaben für ein reges Vereinsleben. Schatzmeisterin Stefanie Edelberg erzählt, was der Grund für die Vereinsgründung war. Ja, das hat in Gülzow sehr schön angefangen. Da gab es ganz zu Anfang noch, bevor die Flüchtlinge kamen, gab es einen runden Tisch mit Gemeindevertretern. Dazu sind immer mehr Leute gekommen, die halt bereit waren zu helfen oder die auch Fragen hatten. Und so haben wir uns alle kennengelernt. Und der runde Tisch, der hat sich dann irgendwann auch so ein bisschen zerschlagen. Ne? Und wir aus Gülzow und Wilhelminenhofe sind dann so ein bisschen enger gerückt und haben gesagt, okay, dann machen wir das für uns. Haben dann den Menschen erstmal vor Ort geholfen, weil wir auch wissen wollten, wer im Dorf lebt. Jetzt sind sie alle weg aus Gülzow und Wilhelminenhofe. Vielen haben wir hier eine Wohnung besorgt in Güstrow. Die machen lieb ihre Schule. Wir haben wirklich viele, die schon richtig gut Deutsch sprechen auch und sich integriert haben, die schon Arbeit haben, Praktikas machen und ja, und so sind wir da jetzt eng verschweißt und dann haben wir irgendwann festgestellt, wir müssen einen Verein gründen. Herzstück des Vereins ist die Fahrradwerkstatt. Hier werden alte Drahtesel repariert und wieder aufgemotzt. Zurzeit absolviert der Syrer Ahmed Musa ein Praktikum in der Werkstatt. Von ihm sagen alle, er habe goldene Hände und bekommt jedes auch noch so kaputte Fahrrad wieder hin. Der 36-Jährige betrieb in Damaskus eine Fahrradwerkstatt und flüchtete vor einem Jahr nach Deutschland. Mit Khaled trifft er im Verein einen Landsmann, der seine Heimat ebenfalls wegen des Krieges verließ. Ich komme aus Syrien. Ich bin hier von ein Jahr und halb. Ich bin Regisseur vom Beruf. Ich lerne jetzt Deutsch A1 und ich habe gemacht einen Film, der Name vom Film, Ein neuer Weg. Dokumentation im Film. Den Dokumentarfilm drehte Khaled an verschiedenen Orten. In Gülzow, Güstrow, Schwerin, Rostock und Berlin. Nun schweben ihm Ideen für einen Spielfilm vor. Der Verein will ihn dabei nach Kräften unterstützen. Doch zurück zur Fahrradwerkstatt. Sie entstand dank einer Anschubfinanzierung vom Landkreis, wofür vor allem Material gekauft wurde. Als der Verein 20 Drahtesel als Privatspende bekam, konnte Ahmed loslegen. Die Fahrräder können zu den Öffnungszeiten der Werkstatt, das ist montags bis freitags von 12 bis 15 Uhr, ausgeliehen oder zum Selbstkostenpreis erworben werden. Und zwar von Flüchtlingen und von Einheimischen. An beide Gruppen wendet sich der Verein. Uns ist ganz wichtig, dass wir die Bevölkerung mit einbeziehen. Ja, also wirklich auch die Nachbarn, Freunde, ne, auch Rentner, ja, die alle vielleicht nicht mehr in ihrem Beruf sind und gerne vielleicht noch was machen möchten oder auch ihr Wissen weitergeben möchten, die Lust haben, mit uns zusammen, mit oder ohne Flüchtlinge, einfach was auf die Beine zu stellen, dass man mal wieder ein bisschen im Zeitalter des Internets doch mal wieder ein bisschen mehr zusammenrückt und gemeinsam was schafft. Gesucht werden auch noch Mitwirkende in einem Theaterworkshop. Unter der Leitung von Andreas Gottschalk sind mehrere Treffen geplant, bei denen die Darsteller ihre eigene Geschichte erzählen. Der erste Workshop steht am Freitag, dem 24. Februar von 14 bis 18 Uhr im Kalender. Wie gesagt, Mitwirkende gesucht. Einen ersten Eindruck vom Verein und seinen Zielen kann man sich im Bürgercafé holen, das an jedem zweiten Sonnabend im Monat im Vereinstreff öffnet. Stefanie Edelberg, die zum Frauentreff an jedem Donnerstag zwischen 15 und 17 Uhr einlädt, arbeitet an einer weiteren Idee. Genau, ich habe mich eigentlich, was ja auch ein großer Flüchtlingsgrund ist, ist ja nun mal unser weltliches Müllproblem. Ja, wir haben ja nicht nur die Kriegsflüchtlinge, ich finde die Wirtschaftsflüchtlinge fast genauso schlimm, muss ich sagen. Dem habe ich mich mal so angenommen und habe gedacht, boah ja, es ist schon Wahnsinn, was wir so an Müll produzieren und was anfällt. Wir leben in einer Wegwerfgesellschaft. Und habe mich dem einfach mal angenommen und habe festgestellt, man kann so viele wunderbare Sachen daraus machen, die eigentlich so gut wie gar kein Geld kosten. Ja, ob das jetzt Plastik ist, was man wiederverwendet, auch in Projekt Hängende Gärten, kann man das wunderbar mit einfließen lassen, indem man Wände gestaltet mit Plastikflaschen, die man bepflanzt. Ja, und die brauchen ja ewig, um zu verrotten. Das heißt, hält sehr lange. Alte Möbel aufmotzen, abgefahrene Reifen einer neuen Verwendung zuführen oder aus Marmeladengläsern stylische Vasen kreieren und weitere Ideen dazu. Wenn die Sonne höher steigt, soll auf dem Gelände ein Gemeinschaftsgarten mit Gewächshaus entstehen. Die Anschubfinanzierung dazu hat die Ehrenamtsstiftung zugesagt. Ausflüge mit dem Fahrrad werden dann ebenfalls auf dem Plan stehen.
Vieles werden die Mitglieder gemeinsam unternehmen, so wie es für den Verein Programm ist.